Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Servus und hallo zu F1 Manager von Hutch Games. Und das ist ein weiteres Mobile-Spiel, das ich euch zeigen möchte. Wir haben uns auch schon den Motorsport-Manager angeschaut für Mobile-Geräte. Und mit dem F1 Manager habe ich hier wieder ein gratis Mobile-Spiel. Das habe ich erst gestern angefangen, von dem her bin ich noch nicht ganz so weit. Wollte euch aber da mal quasi den Einstieg zeigen. Und dann, je nachdem, ob es euch gefällt oder nicht, können wir dann noch weitere Folgen uns anschauen davon. Gleich zu Beginn, das ist der Startbildschirm. Wir sehen da unten schon mal eine Gratiskiste und ich würde sagen, die machen wir auch gleich mal auf. Zum Öffnen antippen. Da sind zwei Sachen oder drei Sachen drinnen. Erstmal Gold, dann ein Motor der Inferno und ein Fahrer, nämlich Alexander Albon. Sprich, wir sehen hier schon, es hat die Original F1 Lizenz. Schon? Oh, ich kann sogar noch eine Kiste aufmachen. Sehr schön. Dann haben wir wieder Geld drinnen. Dann Ingame-Währung. Darf natürlich auch nicht fehlen. Und ein Getriebe. Revolution 11 von 10. Nächste Gratiskiste in 3 Stunden. Und jetzt sehen wir hier schon die Fahrer. Aktuell habe ich die tollen Fahrer. Lance Stroll und Albon. Da gibt es noch sämtliche andere Fahrer. Aber viele von denen gibt es erst, wenn man echt Geld ausgibt. Oder wenn man halt wahrscheinlich viel spielt und viel Glück hat. Revolution ist bereit für eine Aufwertung des Getriebe. Das kostet ein bisschen Geld. 31.000 habe ich. Dann werte ich das Ganze doch mal auf. Jetzt auf Stufe 3. Und ich weise es einem Auto zu. Und dann schaue ich noch ganz kurz durch, ob wir irgendwelche neuen Teile ansonsten noch haben. Ja, da haben wir das Inferno. Inferno, mehr Aero, weise ich auch mal dem Auto zu. Feine Sache. Gut, dann haben wir das. Die Fahrer haben wir gerade gesehen. Let's Stroll, der hat bestimmte Werte. Überholvorgang, Verteidigen, Konstanz, Spritmanagement, Reifenmanagement und Können bei Nässe. Und den Albon schauen wir uns auch noch an. Und da haben wir nochmal schön den Vergleich der verschiedenen Fahrer. Konstanz ist der Albon auf jeden Fall besser als der Strolle. Ansonsten Reifenmanagement ist Albon auch besser. Beim Rest ist der Stroll besser. Okay. Und man kann hier noch tolle Fahrer kaufen. Für 80 Ingame-Bucks gibt es den Norris, dann den Sainz und für 400 den Verstappen. Das ist zum Beispiel so ein Ingame-Shop, wo ich jetzt sage, der, so muss das sein für ein Free-to-Play-Spiel, also im fast im negativen Sinne. Aber ist natürlich klar, dass ich das Spiel auch irgendwie finanzieren muss. Da springt dann gleich alles an und natürlich denkt man sich, wenn man sich ein offizielles Formel 1 Spiel ansieht, man möchte auch die offiziellen Formel 1 Fahrer haben und natürlich so ein Max Verstappen mag ja fast jeder im Spiel haben, dass er dann gleich da auf der Startseite präsentiert wird, ist schon klar. Und kostet dann einiges an Kohle. Schauen wir mal, was passiert, wenn ich da drauf klicke. Wenig Mäuse zum Shop. Okay, der Shop leitet mich dann hierher. Mir wird noch nicht direkt vorgeschlagen, was ich für ihn brauche. Das muss ich mir dann nochmal anschauen. Handvoll Mäuse, Umschlagmäuse, Beutelmäuse, Bergmäuse, Safe-Mäuse und Behältermäuse. Na dann, alles klar. Dann haben wir das auch mal hier gezeigt. Nee, Newsletter, vielen Dank. Erstmal eher nicht. Da waren wir schon drinnen. Und hier können wir uns noch eventuell gratis Münzen holen. Mache ich das auch erstmal.
So, da bin ich wieder. Ich habe mir jetzt die Werbung angeschaut und schauen wir mal, was in dieser Gratis-Kiste drinnen ist. Geil, let's roll nochmal. Der Motor hat eine Aufwertung und das Getriebe ist auch besser geworden. Okay, alles klar. Inferno, Aufwertung. Aufwerten. Sehr schön, verbessern wir das auch noch. So, Aero nochmal verbessert, perfekt. Dann haben wir doch eigentlich alles, was wir brauchen, um mal ins Spiel reinzuschauen. Aber ich hole mir diese Gratis-Sachen immer ganz gerne davor, damit ich dann im Rennen mehr Chancen habe. Ja, und dann klicken wir da mal auf Rennen drauf. Es gibt hier Duelle und Grand Prix-Events. Grand Prix-Events sind bald verfügbar, was auch immer das heißt. Steht leider nicht da, ob es zu einer gewissen Zeit freigeschaltet wird oder bei einem gewissen Spielfortschritt. Das würde mich noch interessieren. Sonst kann ich mal hier auf Duell klicken. Da gibt es dann diverse Duelle. Mehr benötigt zum Freischalten von 7 mehr benötigt. Gut. White Season, Sunnyside. Das wird da hinten genau immer teurer quasi. Das erste geht hier erstmal, da kann ich 1000 Gold zahlen und kann dann beitreten und klick da mal auf Teilnahme. Ich werde jetzt mit einem Online-Spieler, also mit einem echten anderen Spieler verknüpft und kämpfe gegen den und gegen andere NPCs. Nur NPC-Rennen habe ich dabei nicht entdeckt. Vielleicht ist das das, was dann bald verfügbar ist. Das war das Qualifying. Stroll und Elvin haben die Konkurrenten geschlagen. Jetzt kann man sagen, auf welchen Reifenmischungen wir starten sollen und ob wir irgendwelche Boosts verwenden sollen. Da haben wir noch nichts. Da könnte man ja dementsprechend was kaufen. Ich würde einfach mal sagen, ich werde auf Hard und auf Soft reingehen. Wir machen da einfach mal eine unterschiedliche Strategie. Der andere Guest ist schon bereit. Dann beginnt das Rennen. Vier Ampeln, fünf Ampeln und go. So, und hier kann ich jetzt einstellen, wenn ich möchte, dass er einfach ein bisschen mehr Gas gibt. Stroll in dem Fall zum Beispiel, weil der besser positioniert ist und weil er die weichen Reifen hat, darf der erstmal voll attackieren. Schießt hier fast den McLaren raus. Das Team habe ich übrigens selbst designt, sprich diese Farbe hier kann man zusammenstellen aus verschiedenen Assets und verschiedenen Farben. Drei verschiedene Farben gibt es da. Habe ich zweimal gelb und einmal schwarz genommen. Das ist eine ganz nette Kombination. Und genau, das ist das, was man gerade quasi zu Beginn erstellt. Und die Fahrer kriegt man dann im Fortschritt. Ich denke, jeder wird am Anfang Stroll und Albon bekommen. Hamilton trumpft gleich mal auf. Stroll überholt den McLaren und kommt auf die 5 vor. Verbremst sich aber ordentlich. Sehr zum Nachteil seiner Softreifen, die gehen ganz schön in die Wicken. Ihr seht es schon, nur noch bei 40%. Boah, wie er vorbeischießt an Ferrari, Weltklasse. Der McLaren bleibt über. 31% noch von den Reifen. Langsam sind sie im roten Fenster. 4 von 8. Ja, vielleicht klappt es, wenn ich hier nochmal auf Softreifen gehe. Oder ich probiere harte Reifen. Mach mal harte Reifen. Und ich werde hier ein bisschen zurückschrauben. Nein, nein, nein. Nein, Strolle. Du gehst jetzt an die Box. 0% Reifen übrig. Oh, der überholt uns der McLaren an der Box. Zieht an uns vorbei. Und Lance Stroll macht seinen Boxenstopp. Mit dem schicken rosa Helm. Ich weiß gar nicht, ob der den echt auch hat. 6,1 ist eigentlich ein miserabler Stopp für aktuelle Formel 1 Verhältnisse. Stroll kommt wieder raus. Aber den 8. wird er wohl nicht halten können. Ja, da
Da wird überholt vom Torosso, müsste das sein. Man kann reinzoomen, man kann auch weiter rauszoomen. Und es gibt dann auch diese Ansicht, die so ein bisschen mehr Übersicht vielleicht bietet. Albon sollte langsam an die Box kommen, der kriegt Softreifen. Da fährt er rein. Stroll darf wieder normal fahren. In dem Moment wieder überholt. Also mit normal fahren fängt der Dude nichts an. Und von den Gegnern her sind die aktuell da ganz hinten, Giovinazzi und Kiat, auf 16 und 21. Und es geht jetzt einfach darum, wer besser positioniert ist. Ob ich das bin oder ob das der Gegner ist. Aktuell bin ich Führender, seht ihr oben links. Mit dieser Guest 039 irgendwas. Genau. Da ich aktuell sogar auf Platz 4 liege, führe ich da dieses Duell an. Ich werde aber mal ein bisschen reduzieren. Ich habe nämlich einen ganz guten Vorsprung und ich möchte nicht noch einen Stopp machen und die Reifen gehen recht schnell in die Wicken. In dem Moment sagt er gleich, er könnte auch schneller fahren. Nee, danke, möchte ich erstmal nicht. Uns ist ja mal wichtig, dass wir vor dem anderen Gast ins Ziel kommen und das schaffen wir dabei auf 18 und 23 erstmal locker. Albon, zu dritt. Also das sind ja tolle Kollisionsverhältnisse hier. 7 von 8. Die Reifen gehen nochmal ordentlich in die Wicken von Albon. Vielleicht muss der nochmal einen Pitstop machen. Ja, da fährt er nochmal rein. War vielleicht auch unnötig. Vielleicht wäre er auch so durchgekommen. Jetzt fällt er zurück auf die 14. Aber hey, wir haben Strolle da vorne. Kaum zu glauben, dass Stroll uns mal das Rennen gewinnt. Der ist auf der 9 aktuell. Das ist schön ausreichend. Albon gibt noch einmal schön Vollgas am Ende. Genau, also ihr habt gesehen, man kann Pitstops einstellen. Da wählt man dann die Reifenmischung. Wetter schön trocken. Piu, piu. Am Ende Albon auf 11, Stroll auf 13. Und das Gute, wir sind vor dem anderen Dude gelandet. Sprich, für uns gab es mehr Geld als für ihn. Genau, 26 Punkte für uns. Für den anderen habe ich jetzt nicht gesehen, ging zu schnell. Wir haben Münzen bekommen, 2000, sprich unser Antrittsgeld und seins und eine Standardkiste. Setzen wir mal fort. Braucht gerade ein bisschen. Sehr schön, wir steigen auf im Rang. Und da gibt es die Kiste. Einmal freischalten, antippen. Nochmal antippen. Ja, jetzt öffnen. Zum Öffnen antippen, genau, es gibt die Kohle. Ingame, Getriebe verbessert und Lance Stroll, Aufwertung verfügbar. Da machen wir das vielleicht auch noch. Aber den Stroller noch aufwerten. Der wird ja noch zum richtigen Topfahrer. Er kann sich Hamilton warm anziehen. Ah, guckt euch das an, die Werte hier, Level 3, boah, verteidigen, Spritmanagement, Reifmanagement, Kölner bei Nässe, oh, der Strolle geht aber ordentlich ab, Wahnsinn. So,